Sechs Dinge, die ein Mann braucht, um sich so richtig in dich zu verlieben. Männer verlieben sich anders als Frauen. Heute zeige ich dir, wie du Männer besser verstehen kannst. Eine Sache, die ein Mann beim Verlieben unbedingt braucht, ist der Jagdtrieb. Wenn Männer sich um etwas bemühen müssen, wenn sie investieren in etwas, dann entwickeln sie mehr Gefühle für diese Person. Das heißt, das hat man wirklich in psychologischen Studien festgestellt, in einer Beziehung, der Mensch, der mehr von sich investiert, entwickelt stärkere Gefühle als der, der weniger investiert. So, das heißt, wenn ein Mann sich wirklich bemühen muss, wenn er dich überzeugen muss von sich, wenn er dir ständig beweisen muss, wenn er da wirklich Energie reinstecken muss, wird er stärkere Gefühle entwickeln als ein Mann, der anruft und du sagst gleich nach dem ersten Anruf, ja passt, wir können heiraten. Das ist nicht interessant. Also, gib dem Mann die Chance, seinen Jagdtrieb zu entwickeln und er wird sich in dich verlieben. Das Zweite, was ein Mann braucht, um sich so richtig zu verlieben, ist die Polarität. Männer lieben es, eine Frau an ihrer Seite zu haben, die das Gegenteil von ihm ist. Die nicht jetzt ein zweiter Mann ist, er sucht keine Konkurrenz oder einen Kumpel, sondern er sucht das Gegenstück. Die Frau, für die er Held sein kann. Dritter Punkt, den ein Mann braucht, um sich wirklich zu verlieben, ist Zeit. Oh ja, das, was wir Frauen gar nicht mögen, denn wir haben gern die Sachen schnell unter Dach und Fach. Die Männer brauchen Zeit, um sich zu verlieben. Du weißt ja, Männer verlieben sich ein bisschen anders als Frauen. Die geben am Anfang ganz viel, die geben Vollgas und dann flacht das ab und erst dann entwickeln sich Gefühle, so richtig tiefe Gefühle. Lass dem Mann Zeit, um in die Beziehung zu kommen. Wenn wir als Frauen das vorantreiben, das pushen, versuchen so schnell wie möglich eine fixe Beziehung zu haben, dann geht das vielen Männern zu schnell. Guter Tipp, wenn du willst, dass er sich echt verliebt, lehn dich ein bisschen zurück, lass dir Zeit und genieße die Anfangsphase. Wenn wir diese Anfangsphase der Eroberung schön hinauszögern können, entwickelt sich bei ihm viel stärkere Gefühle. Und außerdem ist die Anfangsphase schön. Viertens, Männer brauchen positives Feedback. Niemand will sich ständig um jemand anderen bemühen, der dann negatives Feedback gibt oder es einem schwierig macht oder wo man nie weiß, woran man ist. Du darfst sehr wohl Gefühle zeigen, du darfst sehr wohl zeigen, dass du ihn gut findest. Das ist absolut in Ordnung, es ist sogar wichtig, ihm zu zeigen, dass du ihn toll findest. Und das kannst du durch deine Augen, das ist zum Beispiel eine wunderschöne Möglichkeit, um jemanden Wertschätzung zu zeigen, ist einfach durch einen liebevollen Blick. Wenn du dich nicht traust, das auszusprechen, weil manchmal sind wir ja auch schüchtern, wenn wir den Mann toll finden, dann zeigst du durch deine Augen oder zeigst durch eine Berührung oder dass du seine Berührung genießt und dass du das schön findest oder zeigst durch dein Lachen. Das sind ganz simple Wege, um einem Mann positives Feedback zu geben. Und das positive Feedback braucht dafür, das brennt er. Und wenn er sieht, dass er mit seinen Handlungen dich fröhlich machen kann und da was Positives zurückkommt, dann wird er sich Mühe geben und mehr davon machen. Fünfter Punkt, um einen Mann verliebt zu machen, braucht es Sinnlichkeit. Er sucht keinen Kumpel. Natürlich ist es cool, wenn du mit ihm mal mitgehst aufs Fußballspiel. Okay, das ist jetzt ein Stereotyp, nicht? Aber es ist natürlich cool, wenn du mal dabei bist bei irgendwelchen so Männersachen, die er macht. Das findet er alles schön und total cool. Aber was er in einer Frau liebt, ist ihre Sinnlichkeit, deine Weiblichkeit. Das, wie du dich bewegst, wie deine Stimme klingt, wie du Dinge genießen kannst. Also, keine Sorge, lebe deine Sinnlichkeit voll und ganz aus und er wird dir so richtig zu Füßen legen. Und der sechste Punkt, und der ist für Männer und für Frauen wichtig, um sich wirklich zu verlieben, und das ist Vertrauen. Ja, wirklich Vertrauen. Und zwar Vertrauen in dich und in deinen Charakter. Denn ich rede jetzt nicht nur so von erster Anziehung, sondern ich rede vom tatsächlichen Verlieben. Und um mich wirklich zu verlieben und auf eine Person einzulassen, brauche ich auch das Gefühl, dass ich dem Menschen vertrauen kann, dass ich mich da wirklich öffnen kann. Das heißt, damit er dir wirklich vertrauen kann, braucht er eben auch ein bisschen Zeit, um deinen Charakter kennenzulernen.
Und daher achte darauf, dass ihr möglichst viele Dates miteinander habt, dass ihr möglichst viel Zeit verbringt, wo man sich gut kennenlernt, wo man viel miteinander sprechen kann, miteinander gemeinsam Dinge erleben kann, damit er wirklich dich als Mensch kennenlernt. Denn im ersten Moment, und das können die Männer nichts dafür, aber das Erste, was sie an dir sehen, ist deine Schönheit, dein Aussehen. Und auf das fahren sie mal ab. Aber so richtig, um sich so richtig zu verlieben, muss er auch dich als Mensch kennenlernen. Also gib ihm die Chance, dich wirklich, wahrhaftig und authentisch kennenzulernen. Und dann kann er sich so richtig in dich verlieben. Wenn das für dich hilfreich war, gib mir einen Daumen hoch. Wenn du mehr wissen willst über die sensible Kennenlernphase, dann hol dir mein gratis E-Book Pandoras Geheimnis. Das kannst du dir hier jetzt runterladen. Das Buch ist echt total cool und du erfährst alles, wie sich Männer verlieben und was die so brauchen, damit der Anfang der Beziehung so richtig gut für dich läuft.